Die Haltbarkeitsprüfung im Kinderwagentest. Keiner der getesteten Kombikinderwagen hatte hier ein Problem. Im Test waren 7 Kombikinderwagen, von denen sich 3 Modelle zum Geschwister- oder Zwillingskinderwagen umbauen lassen. Gut war keines der 3 teuren Doppelgefährte. Im wichtigsten Prüfpunkt des Tests, der kindgerechten Gestaltung von Wanne und Sitz, schrappten Bugaboo, Upper Baby und Nuna sogar knapp an einem mangelhaft vorbei. Warum das so ist und worauf Sie beim Kinderwagenkauf achten sollten, zeigen wir hier. Doppelwagen. Bugaboo Donkey 5, Jules Geo und Upper Baby Vista V2 lassen sich zum Geschwister- oder Zwillingskombi-Kinderwagen erweitern. Bei Bugaboo sind beide Sitze oder Wannen nebeneinander platziert. Gut für die Sichtbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Nachteil ist die Breite von 78 cm. Unpraktisch in engen Gängen, Verkehrsmitteln oder Fahrstühlen. Zusammengeschoben zum Mono-Kinderwagen ist der Bugaboo mit 61 cm nicht überbreit, obwohl es neben Sitz oder Wanne einen nicht einschiebbaren Freiraum für einen Einkaufskorb gibt. Der Wanne oder dem Sitz bleibt entsprechend wenig Platz. Upper Baby und Jules stapeln als Geschwister- oder Zwillingswagen die Wannen oder Sitze übereinander. Damit sind sie als Doppelwagen schmaler und wendiger. Doch Kinder in der unteren Position sehen teilweise weder die Erwachsenen noch viel von der Umwelt. Und beim Jules ist der Platz für das ältere Kind in der unteren Position knapp. Bei Upper Baby ist etwas mehr Platz in dieser Aufbauvariante und auch sonst ist der Upper Baby etwas flexibler in den Aufbaumöglichkeiten. Handhabung. Kleinere Unterschiede fanden die Tester beim Fahren auf unterschiedlichen Untergründen, beim Verstellen und Schieben. Die Schieberhöhe etwa ist bei wenigen Kinderwagen im Test auch für große Erwachsene geeignet. Auch das Zusammenlegen fließt in die Handhabungsnote. Abstriche gab es hier bei Bugaboo. Wird der Donkey 5 im Alltag mal schnell zusammengeklappt, ist er durch seine Maße einer der sperrigsten Wagen im Test und mit über 15 Kilogramm, schon in der Einfachvariante mit Korb, auch der schwerste. Selbst wenn man den Sitz abnimmt, ist er für einen kleinen Kofferraum zu groß. Zum Vergleich hier der Moon Geo Edition Plus, der sich deutlich kompakter verstauen lässt. Kindgerechte Gestaltung. Hauptproblem vieler Wagen: Schon nach wenigen Monaten liegen die Kleinen in einer zu kurzen oder zu engen Wanne. Bei Bugaboo sind die Wannen mit nur 29 cm nutzbarer Breite sehr eng. 6 cm weniger, als es ideal wäre. Achtung, die für das Baby nutzbare Breite und Länge kann sich von der per Hand gemessenen unterscheiden. Bei Upper Baby ist die funktionale Wannenlänge mit 73 cm zu knapp bemessen. Für die 7 Monate alte Nike ist das viel zu kurz. Selbst für ein recht großes 5 Monate altes Baby wäre die Wanne zu klein. Aufrecht sitzen können Babys in dem Alter noch nicht, daher kommt der Sitz hier nicht in Frage. Außerdem ist die Sitzfläche wie bei vielen Kombi-Kinderwagen zu tief, sodass die Kinder ohne Unterstützung durch ein Kissen im Sitz hängen. Die Altersangaben der Anbieter sind generell oft zu optimistisch. Beispielsweise ist die Fußstütze des Kinderkraft für 4-Jährige viel zu kurz. Auch die Liegeposition vieler Sitze kritisieren wir. Die Sitze stehen immer in einem festen Winkel, sodass die Kinder ihr Nickerchen nie ganz ausgestreckt und nur in Rückenlage machen können und sich nicht drehen können. Eine bessere Liegeposition für Kleinkinder bietet beispielsweise der Wagen von Moon. Auch in der Schadstoffprüfung wurden unsere Tester wieder fündig. Der Matratzenbezug von Bugaboo war mit Chinolin belastet, bei Upper Baby fand das Prüfinstitut Formaldehyd.
Beide Stoffe sind als krebserzeugend eingestuft. Da bei beiden immerhin die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten wurden, lautet das Schadstoffurteil ausreichend. Tipps zum Kinderwagenkauf. Am wichtigsten beim Kinderwagenkauf ist die kindgerechte Gestaltung. So sollte beispielsweise die Babywanne 35 x 78 cm nutzbare Liegefläche bieten. Gut ist es, wenn der Sitz mit einer höhenverstellbaren Lehne und verlängerbaren Fußstütze ausgestattet ist. Die Geschwisterwagen lassen sich übrigens auch mieten, etwa bei den Anbietern Baby Wheels, Stroll Me oder Bugaboo. Das ist nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger, als sie für nur wenige Monate Nutzungsdauer teuer zu kaufen. Viele weitere Tipps, die Testergebnisse zu über 30 Kinderwagen und welche Kombikinderwagen im Test gut und günstig waren, unter test.de Kinderwagen.